Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein 10 Arten von Reitern Video und das genießt auch gleich. Ich glaube nur ganz kurz. Ich werde wahrscheinlich sich ein paar Arten woanders wiederholen. Ich habe jetzt mir einfach mal welche ausgedacht und ja, es kann sein, dass sie sich irgendwo wiederholen. Aber ja, ich hoffe, ihr findet euch da oder irgendjemand ein bisschen drin wieder. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal los. Wir kennen alle diese eine Person, die einfach alles besser wissen muss. Was machst du da? Bandagieren. Ja, man fängt aber hier an, in der Mitte. Das ist so locker, die rutscht hier komplett runter nachher. Das machst du? Passt schon so. Die sind überall Falten. Das passt schon so. Da, guck mal, das ist doch voll die Falte. Nee, ich gehe da ja nochmal drüber. Wer hat sie da freigebracht? Niemand wahrscheinlich, ne? Ich selber. Ja, sieht man. Was machst du da? Ich kenne den Schleifen, damit der schön aussieht. Ja, man kennt den aber nicht. Der doch, so ich hab den noch hier eingeworfen. Aber der hat so einen dicken Schweif, den müsst ihr nicht kaputt machen. Ja, okay. Guck mal, was du hier alles rauskaufst in der Bürste. Das sind schon 5 Farben bestimmt. Das dauert ja, Jahre, das bis schön. Du die wieder dran hast. Man kennt den gar nicht, man verlässt den. Hast du schon was dauert auf die Haare? Ja, nee. Jahre dauert das, bis sie wieder nachgewachsen sind. Mit deinem Rausgereife. Man nimmt die Strähnen dünner. Aber dann brauch ich auch nicht mehr sagen, das ist einfach. Das ist doch keine Breite. Siehst du nicht, der schwert schon das Maul auf. Du bist auch viel zu groß für das Pony. Also, da möchte ich mich nicht weiter mit abgeben. Und ich hoffe, da lassen wir mal was dran. Wir kennen auch alle diese eine Person, die einfach mega unmotiviert ist und irgendwie alles nur halb macht. So, wollen wir mal anfangen. Sieht gut aus, das reicht. Sitzt so super gut. Dann gibt es aber auch diese Person, die super hilfsbereit ist, vielleicht aber auch etwas zu hilfsbereit. Ach, soll ich mich in den Fäden? Ja, ich habe einen Dankeschön, ob ich doch den Latz kriegen. Danke. Danke. Das mache ich doch gerne. Ach, was hast du vor? Und wir kennen alle diese Person, die mega streng zu ihrem Pferd ist, obwohl es eigentlich gar nichts gemacht hat. Hackt es! Hackt es! Man bewegt sich nicht, wenn man am Anwender steht. Nur weil deine Fliege sitzt. Meine Güte. Du bist ein Tier. Du bist ein Tier, mein Gott. Damit kann man klar. Diese Person kennt ihr bestimmt doch alle und die gibt es nicht nur unter den Reitern. Und zwar die Person, die immer alles vergisst. Ah ne, der Helm müsste ich gleich alles haben. Ach, nee. Ah.
Ding habe. Wir kennen bestimmt auch alle die Person, die beim Reiten immer mega angestrengt ist und auf gar keinen Fall gestört werden möchte, wenn sie gerade so konzentriert ist und sich so anstrengt. Wir kennen auch alle die Person, die ihr Pferd total verhätschelt und es so behandelt, als wäre es ihr Kind. Ja, die sogenannte Mutti. Das Mädchen. Jemand mal ein Tuch abgeben. So. So. Hier auch noch am Tuch. So. So. Jetzt muss ich noch hören. Ja. Trink schön. Wir warten hier wohl eben. Das Mädchen. So, dann musst du auch nicht so viel labern, ne? Hier die Hüfchen schön auf. Passen, dass man da nicht zu doll macht. Mann, der strahlt auch viel zu doll an. Ja, so. So, wenn. Guck mal, jetzt ist es angenehm. Das ist gut, ne? Oh, fein. Super. Und auch diese Person kennen wir leider alle, auch nicht nur bei den Reitern, und zwar die Lester-Schwestern. Schau mal, wie die denn. Wie die auf dem Gaul sitzt. Arme. Was wie alle die da? Guck mal, das auf den Senkel. Geht der Scheiße. Gar nicht. Wie die auf dem Gaul sitzt. Und die Züge. Also wenn die nicht gleich runter, ich wette, gehe ich sofort runter. Man bleibt gleich stehen im Trab. Das steht ja fast. Was ist das denn? Das ist ja gar nicht. Und die geht springen mit dem Pferd. Was? Ja, mit dem Gaul geht die springen. Die Schwimmschule beginnt gleich. Lass mal auf den Außenplatz. Und da zu gucken. Immer noch mal ein bisschen lästern. Und dann gibt es diese eine Person, die absolut alles locker nimmt. So, wenn die sieht jetzt ganz gut aus, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ja, eigentlich. Man sagt, wir brauchst du heute nicht. Ist doch viel zu warm auch. Man kann fliegen. Weniger können wir so, ne? Weißt du was, Wendy? Wir machen heute gar nichts. Komm, ab auf die Wiese mit dir. Morgen machen wir wieder was, ganz sicher. Guck mal, du hast so viel getan. Gibt's noch Leckerlis? Ja. Guck mal, und jetzt mach ich dir die Wiese auf. Zack. Vielleicht mache ich morgen auch nichts. Reichte eigentlich auch heute. Hab den gewaschen. Das war doch gut, Berlin, ne? Und als letztes wieder eine Person, die überall vertreten ist, und zwar die Person, die mega handysüchtig ist. Ja, ich bin ja am Start, warte. Ja. Los geht's. So, ich bin jetzt schon eine Weile wieder zu Hause und habe das Video schon fast fertig geschnitten. Nehme jetzt noch das Outro hier für euch auf. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr euch, wie am Anfang schon gesagt, wiederfinden konntet in irgendeiner von diesen Arten der Reitern oder ob ihr jemanden anderes wiedergefunden habt, der vielleicht bei euch im Stall ist und ja, genauso ist wie eine der Personen, die ich euch vorgestellt habe oder ja, nachgespielt habe. Natürlich ist das alles ein bisschen übertrieben, also ich denke, so extrem ist eigentlich niemand, aber ich weiß es nicht. Wenn doch, dann schreibt mir doch gerne mal, ob ihr so jemanden kennt oder bisschen abgeflachter davon. Schreibt mir das gerne auf Instagram, die Kommentare sind ja leider hier aus.
Und ja, da würde ich mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!